ansonsten natürlich richtig Banane aufpassen muss, damit hier von Düsseldorf tatsächlich überhaupt keine Kontrolle hat. Sieht jetzt halt den ersten Spieler, findet allerdings den Dink und findet danach direkt noch den weiteren Frag. Ingo jetzt halt mittlerweile schon mit 3 Frags. Am Ende ist es Biang. Kudo mit dem relativ schnellen Wraparound. Und Steve hat mit seiner MP9 und seiner Flash das erste Mal Erfolg, hat das nach gleich noch zweimal Erfolg. Und somit ist das jetzt halt wirklich gut ausgegangen hier für Baltic Kiel. Holt sich jetzt dann auch der nächste Frag. Und Steve am Ende mit 4 Frags mit seiner M3. Piekt jetzt hier gegen 5 Leute rein und er findet dabei 2 Frags immerhin. Das ist erfolgreicher, als er vielleicht das Ganze am Anfang ausgesehen hat. Steve jetzt dann mit dem nächsten Frag. Tatsächlich ein bisschen zu früh gepusht sind. Steve findet jetzt dann auch noch 3 Frags. 4 Frags am Ende für Steve. Storm holt sich allerdings hier mit dem Peak. Piekt einfach aus dem CT-Spawn. Holt sich jetzt dann noch den weiteren Spieler. Rage auch noch down und somit ist es jetzt ein Foka. 1 gegen 1. Steps gehört, macht den Damage und findet am Ende den Headshot. Allerdings ist es jetzt halt immer noch Ingo, findet nur einen weiteren Frag und somit ist Baltic Kiel jetzt halt immer noch zu zweit. Und nachdem sich Storm hier den nächsten Frag holt, jetzt halt mittlerweile schon mit allen Frags, die Baltic Kiel in dieser Runde holen konnte, ist es am Ende 2 gegen 2. Ja, und Steve holt sich, oh, Pink überlebt das Ganze mit 16 HP hier doch noch und somit ist es jetzt halt Storm, der das Ganze richten muss. 2 HP, 3 HP nur noch für ihn. Allerdings findet er den ersten Frag und auch Bianc sieht er und er hatte nur noch 16 HP und somit. Was kann Rage da ausrichten? Was kann Mark da ausrichten? Ja, der erste Frag, der geht in Richtung Baltic Kiel. Allerdings dann Mark mit 2 Returns. Und dann somit ist es wieder Baltic Kiel, die hier irgendwie versuchen müssen, das Ganze jetzt zu halten. Online. Storm da mit einem super schönen Frag. Bianc allerdings mit dem Return-Spot in den zweiten Spiel und Steve wird jetzt halt einfach zwei Spielern umgepusht. Kann die Flash avoiden. Kuno allerdings während dem Laufen einfach mit der Galil durchgezogen und er findet danach fast auch noch den nächsten Fred. Rage ist jetzt halt gespottet und hat eine AWP nur noch zur Verfügung. Die Smoke liegt nicht wirklich gut und wird dafür bestraft von Kuno. Bombplant ist drin für ihn, allerdings muss er hier den Clutch gegen 5 Leute schaffen und das ist super, super schwierig. Einen weiteren Frag findet er jetzt halt schon, hat er schon 3, das ist absolut möglich. Findet auch noch den vierten Pass, findet jetzt halt den vierten, er weiß, dass der letzte Spieler close ist und er holt sich das 1 vs 5! Somit ist es jetzt halt nur noch Kuno im Clutch gegen 4 Leute. Der hat es vorhin schon unter Beweis gestellt. Er findet den ersten Frag, findet auch noch den zweiten Frag und der hat vorhin schon das 1 vs 5 gewonnen. Insofern muss Düsseldorf jetzt halt hier unglaublich vorsichtig sein, was sie hier machen. Bombplant ist natürlich relativ sinnvoll für sie. Die Fuse ist raus, Fake allerdings nur. Düsseldorf dürfte das Ganze jetzt halt sehen. Poker pusht allerdings rein und Kuno holt sich den nächsten Frag. Der ist hungrig auf die nächste Runde, die er sich hier im Clutch holt. Denk. Spottet das Ganze, spottet den Push und kann jetzt ein bisschen mit der Zeit spielen. Kuno muss jetzt die Bombe durchdiffusen. Er versucht es komplett einfach zu sticken. Nein, er dreht sich doch nochmal um. Und am Ende holt er sich die Runde hier im Clutch.